Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Momentan gibt es ja den Kampfpass bei Pixelgun 3D, mehr oder weniger, denn die Android-User unter euch haben den ja nicht mehr, aber alle iOS-Spieler haben den noch, denn ja, der Kampfpass kam ja bei iOS 2 oder 3 Wochen später, deswegen dauert diese Saison auch noch länger. Finde ich etwas komisch, dass das nicht gleichzeitig läuft, aber egal Leute, wir werden in diesem Video heute 3 Kampfpassstufen aufsteigen und dann werden wir uns auch noch den Wikinger holen und diesen danach auch gleich mal testen. Ihr glaubt mir nicht, dann bleibt auf alle Fälle dran. Und ja Leute, falls euch dieses Video gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben geben. Ihr seht ja, ich habe 740 Kampfmarken und man kann sich damit ein Level freischalten. Und ja, somit werden wir uns gleich mal 3 Kampfpass-Level holen. Mit 720 Marken kostet das Ganze. Und ja, wir sind dann auf Level 19 und das ist schon ziemlich, ja, cool, muss ich sagen. Schreibt mir doch mal bitte euer Kampfpass-Level in die Kommentare, wenn ihr auf iPhone spielt, und wenn ihr Android habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was für eine Kampfpassstufe ihr hattet, als die Saison vorbei war. So, wir holen uns hier 720, um 720 3 Level und dann holen wir uns auch noch den Wikinger. Ich muss schauen, dass ich die Minute einhalte, die ich hier gesagt habe. Und dann werden wir auch gleich mal hier den Wikinger, ja, herstellen, muss ich sagen. So, herstellen machen wir. Kostet 3 Juwelen. Wir haben zufällig genau 3 Juwelen. Und somit haben wir endlich den Wikinger. Meine zweite mythische Waffe aus einem Event. Ihr wisst ja, ich habe vor diesem Zeitreise-Event noch nie eine mythische Waffe freigeschaltet. Aber bevor wir den jetzt testen, gehen wir erstmal zurück hier in den Battle Pass. Denn wir holen uns hier gleich mal ein Ei. Dann holen wir uns noch die Gratis-Verbesserung. 20 Juwelen, 100 Marken holen wir uns auch und dann auch noch 15 Gold. So, somit haben wir jetzt alles geholt, was es zu holen gibt. Und jetzt können wir gleich mal in einen Kampf starten. Aber wir starten hier in ein Minispiel und zwar in die Arena. Denn hier kann man am besten, ja, neue Waffen testen. Und ich weiß nicht, wie sich der Wikinger verhält. Deswegen probieren wir das Ganze hier mal. Der Wikinger sieht ja aus wie eine Nahkampfwaffe. Aber der Wikinger ist hier, ja, eine Schrotflinte. Also, ja, für manche ist ja die Schrotflinte auch eine Nahkampfwaffe. Ja, macht, glaube ich, viel Schaden. Ich habe mir die Stats noch nicht genau angesehen. Das werden wir nach dem hier ansehen. So, wir haben hier sogar jetzt 2 Gegner killen können. Und wie schnell kann das Teil eigentlich schießen? So. Okay, ja. Die Schussgeschwindigkeit könnte hier etwas schneller sein, muss ich sagen. Aber, na gut, wir wissen jetzt mal, wie sich das Teil anfühlt. Deswegen gehen wir auch gleich mal in den Kampf rein. Aber vorhin schauen wir mal die Stats an, was der Wikinger so drauf hat. So, wie gesagt, Arena perfekt, um neue Waffen, sich an neue Waffen zu gewöhnen. Waffenkammer, so, schauen wir mal rein bei Primär. Der Wikinger ist eine mythische Waffe mit einer Effizienz von 32. Sieht aus wie eine Nahkampfwaffe, ehrlich gesagt, weil es eben so eine Axt ist. Aber nee, es ist eine Schrotflinte. Hat eine Feuerrate von 73, Kapazität von 8, Gewicht von 75. Schrotflinte macht eine Blutung und, was ich noch nie gelesen habe, ist Rüstungsbonus. Das hört sich ja sehr, sehr spannend an. Deswegen starten wir hier gleich mal in einen Teamkampf, würde ich sagen. In den letzten Videos haben wir, beziehungsweise im letzten, ja, in den letzten Videos haben wir ja immer im Weißen Haus und auch in der Poolparty hier Waffen getestet, was 2 Maps sind, wo man sehr, sehr gut Nahkampfwaffen testen kann, wie auch den Wikinger. Aber heute werden wir mal eine andere Map spielen, denn wir können nicht immer auf der gleichen Map spielen. Und momentan hat sich mein Pixelgun aufgehangen. Das ist so ein Ding, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme momentan. Wieso, Pixelgun, hängst du dich die ganze Zeit auf? Wieso, Leute? Sorry, dass ich jetzt so groß bin und jetzt mal meinen Frust hier auslassen muss, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich will dann nur einen Kampf machen und dann hängt sich Pixelgun komplett auf. Und das ist halt schon ziemlich nervig, muss ich sagen, besonders auch in den Streams, wenn du da was machen willst und auf einmal geht Pixelgun nicht. Und wow, es hat mich gerade in einen zufälligen Teamkampf reingerankt. Aber Arena 52 Labor ist eine coole Map, deswegen, ja, hätte mich jetzt schlimmer erwischen können. So, haben wir jetzt einen Rüstungsbonus? Ja, wir haben um 3 mehr Rüstung. Oh, wir haben hier die falsche Waffe, aber ich habe hier wenigstens einen Kopfschuss gelandet. Muss das hier noch immer. So, Kill-Unterstützung. Wow, wer hat mich? Okay, da war irgendwo ein Mech. Da war irgendwo ein Mech, okay. Das heißt Rache. Und diese Musik im Hintergrund, das, da gibt es so eine
Big Bang Theory Folge. Und da haben sie, da lassen die so einen Schleim auf einem Lautsprecher zu einem Bassbeat tanzen. Und der Bassbeat hört sich fast genau gleich an wie diese Musik. Warte, ich schalte mal lauter. Also mich erinnert es an das. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt. Falls ja, wäre es cool, wenn ihr eure Meinung mal da reinschreibt. Die Gegner sind richtige starke Leute. So, wir haben hier wenigstens nochmal einen Kill und auch eine Kill-Unterstützung und haben hier auch was für den Bass bekommen. Wow, jetzt haben wir aufgeholt. Das gefällt mir gut. Oh, mit was? Mit der Einschuss. Das ist so krank, wenn Leute so gut mit dieser Sniper umgehen können. Das ist einfach so OP, das ist krank. Das ist wirklich krank, Leute. Und ich treffe nicht mal mit einer Shotgun. Da muss man so nah ran. Ich hasse es manchmal, wenn ich nah ran muss. Besonders an solchen Maps, wo sich der Gegner schon von weit weg kommen sieht. Und dann killt er dich einfach. So. Wenigstens haben wir eine Kill-Unterstützung. Jetzt haben wir auch mal wieder den Dragon. Oh. Ja, Spring Epi. Krank, was der mit seiner, oder sie mit seinem Einschuss hier aufführt. Wirklich, wirklich krank. So, wir können hier wenigstens eine Blutung zufügen. Yes! Nächstes Mal hier auch einen Kopfschuss. Brauche ich ja, wie ihr gesehen habt. Yes! Noch ein Kill. Komm. Whoop, whoop, jetzt flücht. Ah, ich habe einen Kill. Nice. Oh, jetzt muss ich nachladen. Und da hat sie mit der Einschuss schon wieder komplett zerstört. Aber wir sind ja nicht so schlecht hier dran mit an diesen. Boah, schwarzes Loch. Schwarzes Loch, fertig gerade. Ein irrsinniges Programm. Das Spiel wird in letzter Zeit sehr, sehr oft gespielt, das schwarze Loch. Oder diese Waffe, was ein schwarzes Loch erzeugt. So. Hat bei uns eigentlich niemand. So, Mecha-Kill und auch gleich einen normalen Kill. Haben wir auch noch eine Rache bekommen. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht, Leute. Ich glaube, ich bin auch nicht so schlecht in meinem Team. Nee, ich bin eigentlich hier auf Platz 1 in meinem Team. Diese Drachenpfeife war nicht so toll, muss ich sagen. Die hätte man auch um einiges besser setzen können. Aber jetzt schaffen wir wenigstens eine ein oder andere Kill-Unterstützung. Yes, den haben wir mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, minus 3 Vokale. Ich war der Beste hier im Spiel, aber wir werden gleich mal noch ein Match spielen, Leute. Diesmal auf einer anderen Map. Ja, man muss halt sehr, sehr nah an den Gegner und je weiter man dran ist, desto mehr Schaden macht diese Waffe normalerweise. Und ich hoffe, jetzt hängt sich mein Pixel unter den nicht mehr auf. So, ich will es euch in einem Teamkampf zeigen und nicht in einem Teamschlag, weil wenn man im Teamschlag als erster drauf geht, dann kann man eben da nicht mehr viel herzeigen. Probieren wir mal Weihnachtsessen. Weißes Haus, nee, ich will nicht schon wieder Weißes Haus kommen. Ja, machen wir Weihnachtsessen. Weihnachtsessen, wisst ihr, eine App, eine Map, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe und die eigentlich sehr lustig ist. Und Weihnachten ist ja auch bald. Weihnachten haben wir auch bald, Leute. Deswegen ist die Map, glaube ich, ganz okay. Yes, da haben wir den Kill. Wir haben, glaube ich, sogar gleich mal den Revanche-Kill bekommen, weil wir uns zugleich gekillt haben. War das mein Kill? Wie, das war nicht mein Kill. Au! Die sind aber gut positioniert. Ja, das ist ja super Sniper-Map, muss ich sagen. Die kann man von allen möglichen Positionen snipen, weil man eben gleich das ganze Spielfeld hier im Überblick hat. Ja, ich muss näher ran. Und da ist er weg. Wieso nur eine Kill-Unterstützung? Das frage ich mich jetzt zwar, aber na gut, soll so sein. Ah! Adamantener Bomber. Spielzeugfabrik wurde ja entfernt seit dem neuen Update. So, Niederlage. Aber ich glaube, ich konnte euch schon einen guten Überblick über diese Waffe geben. Sie ist eigentlich extrem stark. Die Blutung macht sie sehr interessant. Ich meine, der Rüstungsbonus
Naja, diese drei Punkte, auf die kommt es jetzt nicht an, dass man jetzt um einmal mehr überlebt. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, wow, Rüstungsbonus, dafür hole ich sie mir. Ja, ich habe sie gerade zum ersten Mal gespielt, deswegen auch schwierig immer zu spielen. Ihr wisst ja, mein Aim, wo das ist, nicht so toll. Aber na gut, Leute, ich hoffe, ich konnte euch hier den kleinen Überblick über diese Waffe schaffen. Und ja, macht nicht den Fehler, dass ihr hier probiert, das zu bekommen. Denn man muss hier, glaube ich, nach 5 Spins oder nach 6 Spins schon 215 Diamanten zahlen. Und das steht einfach nicht dafür. Man kann sich ja auch diese Marken kaufen, um sich hier besser aufzuleveln in der Season. Oder man kauft sich einfach die Teile der Waffe. Und das kommt auch noch viel billiger, als wenn man sich Diamanten kauft, um hier an der Lotterie teilzunehmen. Aber na gut, ich habe jetzt nun zwei Waffen aus diesem Event, und zwar den verfluchten Piraten und hier jetzt seit heute den Wikinger. Sehr, sehr cool. Jetzt fehlt uns nur noch der Gladiator. Den können wir, glaube ich, nur holen jetzt mehr, wenn wir hier auf den Pass hier leveln. Haben wir noch etwas Zeit oder eben hier spielen. Aber das kostet jetzt auch schon für mich 363 Juwelen, was schon ziemlich viel ist, muss ich sagen. Aber na gut. Ihr wisst Bescheid, vielen Dank fürs Zusehen, Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos bzw. Stream. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao!